Hallo, willkommen bei Tesla Motors in Palo Alto, Kalifornien. Ich stehe hier gerade vor einem unserer Tesla Roadster, das Auto, das unsere Firma bekannt gemacht hat. Tesla Motors wurde im Jahr 2003 hier in Silicon Valley gegründet von einigen sehr ambitionierten Erfindern, die die Idee hatten, dass Elektroautos besser sein können als Verbrennungsmotorenautos. Ich habe in der Hochschule Aalen Wirtschaftsingenieurwesen studiert und im Jahr 2010 abgeschlossen. Seither arbeite ich hier bei Tesla Motors in der Batterieentwicklung. Wir entwickeln die Batterien für unsere eigenen Elektrofahrzeuge, aber auch für unsere OEM-Partner wie Daimler und Toyota. Meine Aufgabe bei Tesla besteht darin, die Batterie für das Model S zu entwickeln. Das ist unser neues Fahrzeug, das im Sommer diesen Jahres den Roadster ablöst. Ein siebensitziges Familienauto. Wir haben dabei die Batterie komplett neu entwickelt. Das Studium des Wirtschaftsingenieurwesens bietet wie kein anderes Studium die Kombination aus technischen und betriebswirtschaftlichen Inhalten. Damit können Sie später nicht nur in Fachabteilungen tätig sein, sondern Sie können auch bereichsübergreifend agieren und vor allem sind Sie gut vorbereitet für Leitungsfunktionen im Unternehmen. Und Sie müssen daran denken, der Begriff des Wirtschaftsingenieurs ist seit Jahrzehnten bekannt, sozusagen eine feste Marke, und jedes Unternehmen kann sich vorstellen, was hinter einem Wirtschaftsingenieur steckt. Ich denke, es sprechen besonders drei Gründe dafür, in Aalen zu studieren. Erstens die individuelle Betreuung, beispielsweise die Tutorien. Zweitens, die Arbeitgeber in der Region bieten sich hervorragende Möglichkeiten, Arbeitsplätze zu finden später. Und drittens, die sehr praxisnahe Ausbildung in Aalen. Das zeigt sich durch Planspiele, die wir durchführen, Exkursionen zu Unternehmen, ein Praxissemester und die praxisnahe Software, die Studierende kennenlernen, wie beispielsweise SAP. Mein Name ist Kirsten Reichert, ich studiere im siebten Semester Wirtschaftsingenieurwesen. Das Studium hat mir sehr gut gefallen, da man individuell betreut wird. Man kann in kleinen Gruppen arbeiten und auch an Planspielen wie TopSim teilnehmen. Dazu hat man die Möglichkeit, im Ausland zu studieren und das nicht nur im Praxissemester, sondern auch als Auslandsstudium. An der Hochschule Aalen hat mir sehr gut gefallen, dass es viele Partnerhochschulen gibt, unter anderem auch die in Bloemfontein in Südafrika, an der, wo ich war. Beim Studium wird man unterstützt von einem akademischen Auslandsamt und auch während dem Studium betreut. Das Studium im Ausland kann ich wirklich nur jedem empfehlen, und die Erfahrungen, die man dort macht, wird man nie mehr vergessen. Man kann sie im späteren Berufsleben nutzen und auch im Studium. Mein Name ist Marius Sauter und ich habe hier in Aalen mein Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen erfolgreich abgeschlossen und studiere nun den Masterstudiengang Industrial Management ebenfalls in Aalen. Während meines Bachelorstudiengangs habe ich mein Praxissemester bei der Firma Carl Zeiss in Minneapolis in den USA absolviert. Dort habe ich in der Marketingabteilung gearbeitet und mich hauptsächlich um die Kundenzufriedenheit gekümmert. Im Anschluss habe ich meine Bachelorarbeit im Bereich Vertrieb und Marketing geschrieben. Nach meinem Bachelorstudiengang habe ich mich für den Masterstudiengang Industrial Management in Aalen entschieden, weil mir das Studienklima hier sehr gut gefallen hat und Aalen sehr praxisnah arbeitet. Mein Name ist Helmut Haas, ich bin Geschäftsführer der INEO Solutions in Erlangen. INEO Solutions ist tätig in den Bereichen Produktentwicklung, Projektmanagement und IT. Wir bieten marktführende Lösungen für unsere Kunden in den Bereichen. Als Geschäftsführer habe ich die Gesamtverantwortung und bin damit eigentlich für alle Unternehmensbereiche zuständig. Ich habe in Aalen Wirtschaftsingenieurwesen studiert, weil mich damals die Breite des Studiums sehr interessiert hat. Die Verbindung zwischen Technik auf der einen Seite, für die ich mich schon immer interessiert habe, und aber auch der kaufmännischen Seite. So musste ich mich nicht vor dem Studium festlegen, sondern hatte eigentlich nach wie vor alle Optionen offen. Was mich immer gereizt hat, war diese Breite, die unterschiedlichen Themen. Also irgendwo zu erkennen, okay, ich bin dann jemand, der kann eine Bilanz lesen und der kann auch eine technische Zeichnung verstehen. Und das war natürlich dann auch für die spätere Tätigkeit immer wieder interessant im Umgang. Wie setze ich das beruflich um? Ich kann Ansprechpartner für beide Fraktionen, für die Kaufleute und für die Techniker sein. Das fand ich immer reizvoll, auch während dem Studium schon diese Perspektive zu haben. Das Studium in Aalen hat keine Vertiefungsrichtungen, sondern wir streben ganz bewusst einen ganzheitlichen Ansatz an. Und der basiert auf drei Säulen. Erstmal die ingenieurwissenschaftliche Säule,
Zweitens die betriebswirtschaftliche Säule und drittens die angewandte Informatik mit SAP und Simulation. Aal hat hervorragende Rankingergebnisse erzielt. In der Wirtschaftswoche sind wir jetzt seit 3 Jahren in den ersten 10 Hochschulen im Bereich des Wirtschaftsingenieurs. Und auch die Studierenden haben uns im CAE-Ranking hervorragende Bewertungen gegeben.